Ja, hallo, ihr verrückten Aquarianer. Ich dachte mir, ich mache euch heute mal ein kleines Update vom ersten Tag des Aquariums vom Befüllen. Gestern hatte ich mich dann doch dazu entschieden, nachdem ich festgestellt habe, dass die kleinen Pflänzchen hier unten, die, ich sage es mal, den Rasen bilden sollen, dass die tatsächlich im Boden haften bleiben, wenn ich jetzt Wasser reinmache. Ich habe das ganz vorsichtig gemacht. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt hat es mich geruft. Ich habe dann das Wasser aufgefüllt oder vielmehr erst die Pflanzen eingesetzt, die restlichen, und dann entsprechend das Wasser aufgefüllt. Ja, was habe ich gemacht? Nur damit ihr mal so einen kleinen Hintergrund habt. Also wie gesagt, Aquarien hobbymäßig betreibe ich eigentlich schon, weiß nicht, seitdem ich 15 bin, glaube ich. Und von der Sache her, also jetzt nicht professionell in dem Sinne, aber halt eben schon, dass mehr oder weniger um eins zu Hause stand. Und ging dann natürlich auch rüber zum Meerwasser. Das könnt ihr natürlich hier bei mir auf dem YouTube-Kanal auch sehen. Also nur damit ihr so einen kleinen Hintergrund habt, was ich so mache. Also das ist jetzt nicht das erste Aquarium. Nur das ist halt eines der Aquarientypen, die für mich persönlich halt mittlerweile so ein bisschen interessanter sind, die halt relativ an die Natur, sage ich jetzt mal, ein bisschen angelehnter sind. Also das heißt, ohne Filter, ich hatte es ja schon erzählt, ne? Es gibt von Joachim Mund, wenn ihr den YouTube-Kanal nicht kennt, ich glaube, wenn ich nicht vergessen habe, verlinke ich das mal mit hier drunter, der hat da schon gefühlte 1000 Jahre Erfahrung mit und er erzählt auch bei YouTube ziemlich viel darüber. Und ich finde, wenn man das einfach mal nebenbei so mitlaufen lässt, da lernst du unglaublich viel. Und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also Joachim, schöne Grüße, falls du das mal siehst. Und ich irgendwas verkehrt mache oder ich deine Wissenschaft, sage ich es mal, verkehrt verstanden habe, dann bitte ab in die Kommentare. Ja, und die anderen, die extrem, ich sage es mal so, ganz versteift sind auf Technik und ganz versteift sind aufs Messen und tausend Werte kontrollieren und Düngemittel hier. Also wie gesagt, liebe Leute, jeder muss im Prinzip selber entscheiden, wie er sein Aquarium gestalten will, wie er es pflegen und halten will. Von der Sache her, ich probiere hier mal für mich persönlich was Neues. Wie gesagt, für andere wie Achim ist es natürlich schon ein ganz alter Hut. Bloß wie gesagt, für mich ist es was Neues und deswegen will ich da einfach mal auch diesen Weg mal gehen. Deswegen, also das Wasser, das war bei uns aus einem 1000 Liter Regenfass Wasser, was ich hier einfach umgepumpt habe. Weil ich dachte mir, im Regenfass, da steht es ja schon eine gewisse Zeit, dass sich da vielleicht schon das ein oder andere Wässerchen oder viele Bakterien sich da angesiedelt, abgesetzt haben, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass es kein reines Leitungswasser ist. So. Und in dem Wasserfass, da war aber ungefähr die Hälfte Leitungswasser tatsächlich drin, weil wir halt hier meistens immer sehr viel Trockenheit haben, sag ich mal, und dementsprechend musste ich da einmal ein bisschen nachhelfen. Aber die andere Hälfte von dem 1000 Liter Fass, das ist definitiv Regenwasser gewesen. Von der Sache her weiß ich das hier 50-50 und das stand jetzt auch schon, weiß ich nicht, einen Monat mindestens in dem Wasserfass rum. Von der Sache her ist das okay. Trotzdem werde ich jetzt hier oder bin mal sehr gespannt auf die Einlaufphase. So muss ich einmal kurz abbrechen. Ja, wie gesagt, ich bin halt wirklich sehr gespannt, wie sich die Einlaufphase gestaltet. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz für euch. Ich habe hier keinen Bodengrund, also kein Säul oder keine Erde. Ich habe auch mal mit Erde experimentiert. Das habe ich alles nicht reingemacht. Ganz normaler, sehr grober Kies, wie ihr das hier sehen könnt. Und das, was ihr so ein bisschen als milchig momentan hier so empfindet, das liegt einfach daran, wir haben bei uns in der Nähe haben wir Naturteiche und ihr seht es da hinten, die Steine. Und da war ich gestern einfach mit einem Glas Wasser oder für mit einem leeren Glas und habe da einfach ein bisschen Wasser abgefüllt und ein bisschen Schlamm abgefüllt und habe das gestern mit reingenommen und habe das dann quasi hier ins Aquarium mit reingegeben. Das waren, naja, lass es mal, ich glaube, 2-3 Esslöffel Schlamm. Und ungefähr das gleiche nochmal an Wasser, was ich da mitgenommen habe. Und das hat sofort hier alles milchig gefärbt. Das ist wie so ganz feiner Staub. Der hat sich da natürlich hier verteilt. Ich konnte fast auf dem Schlag nichts mehr sehen, nichts mehr erkennen. Und das hat sich dann erst heute so im Laufe des Tages so ein bisschen, naja, abgesetzt. Und jetzt seht ihr das halt hier tatsächlich. Man kann es, glaube ich, ja, man sieht es fast gar nicht, aber so von der Ferne sieht man schon, dass das ein milchiger Belag drauf ist. Das ist tatsächlich von diesen Schwebteilchen, Staub, sage ich es mal, was auch immer das dann natürlich gewesen ist. Genau, dann, wie gesagt, Regenwasser, halb Leitungswasser, was halt schon entsprechend lange stand. Die Wurzeln, das hatte ich, ganz normale Wurzeln, sage ich es mal, die hatte ich noch da. Und dann habe ich jetzt an Pflanzen nagelt mich da jetzt bitte nicht auf die Namen fest. Ich zeige es euch einmal hier. Es sind auf jeden Fall auch ein paar Schnellwachsende hier hinten.
Und Valdus Nera habe ich irgendwo auch ganz hier hinten, die geht aber momentan unter. Die ist irgendwo hinter der Wurzel. Da habe ich, glaube ich, nicht ganz so viel bestellt, wie ich ganz gern gehabt hätte. Und naja, wie gesagt, ansonsten ist hier jetzt nichts Tolles groß drin. Ja, wie gesagt, und das muss ich jetzt erstmal alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, akklimatisieren, so ein bisschen dran anpassen ans Wasser. Und genau, deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt. Das Einzige, was hier an Technik tatsächlich drin ist, ist hier so eine Silent-Pumpe. Das ist eine 5-Watt-Pumpe, die hat, wie gesagt, keinen Filter drin. Da ist nur so ein ganz kleines, ganz grobes Minischwämmchen drin. Also noch gröber als die Filtermatten da hinten, also wirklich doppelt so grob, also das hält wirklich nur ganz grobe Schmutzteilchen fern. Ansonsten ist da, wie gesagt, kein Filter verbaut. Die Strömung und halt eben die blaue Filtermatte hinten am Aquariumrand, das stellt im Prinzip meine Filtermatte dar, was jetzt nicht irgendwie zwangsgefiltert wird, sondern das Wasser strömt und fließt einfach dran vorbei und die Bakterien können sich da absetzen oder für mal reinsitzen und halt entsprechend ihre Arbeit tun. Ja, ansonsten beleuchtungstechnisch, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, jetzt fackelt es natürlich schön. Die große hier, das ist eine 40 Watt LED-Leiste, 4000 Kelvin, ganz normal, 20 Euro habe ich jetzt bei Amazon bezahlt. Genau, dann habe ich heute hier noch aufgebaut, weil ich noch gefunden habe, weil ich ein bisschen mehr Licht hier rein haben wollte. Das ist ein 30 Watt LED-Strahler, der hat aber glaube ich 3600 Kelvin, das ist warmweiß. Ich hatte jetzt keinen anderen da. Müsste ich nochmal schauen, ob ich da vielleicht nochmal einen kaltweißen finde. Weiß ich jetzt noch nicht. Und dann hier hinten drei LED-Streifen mit jeweils grün, rot und blauen LEDs. Das sind die sogenannten Grow-LED-Streifen. Die hatte ich damals, weiß nicht, 5 Meter auf dem Band gekauft. Und die habe ich mir dann hier auf Maß geschnitten, mit einem 12-Volt-Netzteil versehen. Und halt über eine Zeitschaltuhr lasse ich das Ganze laufen. Also ich habe hier mindestens 12 Stunden Licht. Ich will dann noch ein bisschen rumexperimentieren und einfach mal gucken, was so passiert. CO2-Reaktor werde ich nicht anbauen. Zumindest ist es vorerst nicht geplant. Also es soll eigentlich so laufen. Was ich zwischendurch mal reinhau, und da weiß ich nicht, ob ihr schon Erfahrung gemacht habt, es gibt ja diese CO2-Tabletten, die man reinschmeißen kann. Ich hatte sie damals günstig gekriegt und habe die halt seitdem immer ab und zu mal tagsüber mal reingeschmissen. Ja, weiß nicht, was habt denn ihr für Erfahrungen gemacht? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Oder doch lieber so einen einfachen CO2-Reaktor, also hier so ein bisschen, ich sage es mal, Hefe in Zuckerwasser auflösen oder gibt es ja diverseste Möglichkeiten. Ja, also wie gesagt, momentan ist es erstmal nicht vorgesehen. Ich will jetzt erstmal schauen, dass die Pflanzen vernünftig anwachsen, dass diese Trübigkeit, sage ich jetzt mal, nachlässt. Und wie gesagt, was ich auch noch gemacht habe, ich habe gute Erde bei uns genommen, die wir halt im Garten haben, die auch schon bestimmt 1,5, 2 Jahre, also sage ich jetzt mal, im Garten ist. Also das ist von unserem ehemaligen Kompost, den wir vor 3 Jahren angelegt haben. Der hat natürlich dann schon wunderbar Erde produziert und die Erde liegt seit ungefähr einem halben Jahr jetzt bei unserem Hochbeet und da habe ich jetzt ein Löffelchen genommen, habe das in ein leeres Glas gefüllt, habe dann das ganze Thema mit Wasser aufgegossen, habe das dann nur, weiß nicht, eine Stunde stehen lassen und habe dann quasi sozusagen diesen Aufguss, also so 2, 3 Löffel, habe ich dann auch ebenfalls hier mit ins Aquarium reingegeben. Hintergrund ist der, ich habe es heute erst erfahren, das ist allerdings schon ein sehr alter Hut bei alten Aquarianern, dass man da entsprechend, wenn man da so ein paar ja, Bakterien, ich sage jetzt mal als Starterkultur mit im Wasser haben will, dass man halt von der Gartenerde das so macht, wie ich es eben beschrieben habe. Ja, also das sieht dann, ich kann euch das ja mal zeigen. Ist dann hier so ein schöner Pottich. Und ja, wie gesagt, dann habe ich halt echt nur so 2, 3 Esslöffel voll rausgemacht und dann entsprechend mit hier reingegeben. Und das soll wohl angeblich auch sehr, sehr viele Bakterien mit hier reinbringen. Man darf es natürlich nicht übertreiben, sonst hat man eine ganz schöne Blüte hier drin. Also wie gesagt, das will ich jetzt noch mal ein bisschen beobachten. Und das war's an Technik. Wie gesagt, hier meine 45 Watt Heizmatte. Und man sieht es ganz wenig. Aber das Aquarium steht tatsächlich auf Gummifüßen, weil das hat letztens einer in den Kommentaren geschrieben. Nee, das ist auf jeden Fall auf Gummifüße. Das sieht nicht danach aus, ich weiß. Genau. Und das ist jetzt quasi Tag 1 von dem Aquarium. Ich mache euch mal regelmäßig ein Update und dann könnt ihr quasi bei der Einfahrphase mit dabei sein. Ob ich jetzt Wasserwerte messe, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich Lust habe. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.